Herzlich willkommen, liebe Matchday-Zuschauer, zu einer erneuten Sendung Spiele vom Berliner Fußball. Von der Landesliga bis zur Oberliga ist alles dabei. Und auch unser Fußballexperte Metin Acar ist hier dabei. Hallo Metin. Hallo Frank. Wir haben was gehört von dir, was ganz Überraschendes, bevor wir gleich zu den Spielen kommen. Klär uns mal auf. Ja, so nach einjährigen Pause habe ich jetzt bei der U17 Tasmania Berlin angefangen. Die U17 oder genannt die B-Jugend, die erste B-Jugend. Dennis Alatasch, der sportliche Leiter und der zweite Präsident Hüseyin von Autohaus Eider, die haben mich überredet, dort anzufangen. Okay, stark. Ja. Und du bist ja auch sehr beschäftigt. Denkst du, das kriegst du zeitlich hin? Weil das ist doch schon eine große Herausforderung, oder? Ja, das sind 3 Trainingseinheiten. 2 Stunden müsste drin sein. Manche sitzen 3 Stunden Kaffee. Okay. Da gehe ich 2 Stunden auf dem Fußballfeld und mache mit den Jungs Training. Ja, Metin, am Wochenende ist viel passiert. In der Landesliga, Berlin-Liga, Oberliga. Aber so das Ergebnis von Starken gegen Selo, das sticht doch heraus in der Oberliga. 9:0. Hättest du für Möglichkeiten, dass es so ein Ergebnis noch gibt? In so einer hohen Klasse? Ja, gab es früher mal, wo Hürtürkel noch in der Oberliga gespielt hat. Da gab es dann so diese Zahlen, aber war sehr überrascht, das 9:0. Ja. Und Selo ist ja gerade wieder aufgestiegen. Sehr überraschend. Dann gab es das Skandalspiel in der Berlin-Liga, Kroatien. Ja. Wurde abgebrochen gegen Malzdorf. Kommen wir auch gleich noch dazu. Wir werden auch mit dem Trainer vom SD Kroatia, Robert Potschnik, noch eine Live-Schalte einfädeln hier. Dann können wir ihn auch persönlich mal dazu befragen. Sehen natürlich auch die Sicht des Schiedsrichters. Leider liegt uns kein Bildmaterial dazu vor, aber ich denke, das werden wir auch in einem Gespräch klären können. Sonst noch was dir am Wochenende aufgefallen ist, Metin? Ich weiß nicht, warst du bei einem Spiel dabei, persönlich? Nee, ich war selber, ich musste selber mit meiner U17 auch sehr spät 14, 45 antreten oder antanzen, ja. Deswegen konnte ich auch kein Spiel angucken. Und ihr habt natürlich gewonnen, oder? Leider nicht. Wir haben das Spiel schon in den ersten 20 Minuten. Okay. Stand schon 4:0 für Malzdorf. Jeder Schuss war ein Treffer. Danach waren wir warm, aber war zu spät. Metin, Fußball ist Gewinnen und Verlieren. Stimmt. Was sagst du deinen Jungs gerade, okay, du bist ganz neu angefangen, du hattest jetzt noch nicht so viel Einfluss. Was sagst du den Jungs so bei einer Niederlage? Wie sind die drauf? Wie motivierst du die dann wieder als Trainer? Betrifft ja auch andere Trainer. Ja, es sind ja U17, sind ja junge Spieler, gerade so das Alter, wo geht's lang? Links, rechts. Ich habe dir nur gesagt, was sie positiv gemacht haben. Also das Negative haben sie ja selber mitbekommen oder die Eltern schreien ja rein. Ich habe nur gesagt, was sie positiv gemacht haben. Wir hatten keine gelbe, keine rote Karten. Das war schon mal sehr positiv. Und heute beim Training werden sie es ein bisschen spüren. Danke, Metin, erstmal dafür. Liebe Zuschauer, wir gehen zum ersten Spiel. In der Landesliga Staffel 1 traf der 1. FC Schöneberg auf den Lichtenrader BC. Schöneberg mit einem Sieg am Anfang in Friedenau und Lichtenrade mit einer Niederlage, ich komme jetzt gar nicht drauf gegen wen, aber werden wir gleich auch noch in Erfahrung bringen. Vom Columbia-Damm berichtet Frank Arlinghaus. Geile Buden, echte Emotionen, den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. Zweiter Spieltag in der Landesliga Staffel 1. Der 1. FC Schöneberg erwartet den Lichtenrader BC. Langjähriger Coach bei den Lila-Weißen ist ja Ayhan Bilak, der sicherlich wieder in die Berlin-Liga aufsteigen will. Und es sieht auch sehr gut aus. Schon in der 3. Minute gehen die Schöneberger durch Marcel Werner mit 1:0 in Führung. Richtig stark macht das der Innenverteidiger und Kapitän. Hier nochmal die Wiederholung. Die Lichtenrader alles andere als geschockt. Alexander Kubek mit dem Freistoß. Im Gegenzug gehen die Schöneberger aber wieder ab. Ono Ehren mit einem Distanzschuss. Die Lichtenrader in der Anfangsphase sehr nervös, verlieren den Ball im Spielaufbau.
Der Ball kommt zum Schöneberger Ehren. Der zieht ab. Torwart Nurak vom LBC kann noch halten, aber den Abpraller erwischt Marcel Stefan Werner. Und in der 16. Minute steht es schon 2:0 für den ersten FC Schöneberg. Hier nochmal die Wiederholung. Die Lichtenrader entfernen sich so langsam aus der Schlafzone und kommen durch Kaya Chila zu ihrer ersten großen Chance. Der Ball geht knapp vorbei. Auf der Gegenseite rollt der nächste Schöneberger Angriff an. Wieder ist es Marcel Werner, aber LBC-Keeper Noah hält. Der erste Angriff nach der Halbzeitpause gehört den Lichtenradern. Kaya Chila auf Joguna. Und Schöneberg-Keeper Baki ist ganz schnell unten und hat den Ball. Lila-Weiß versucht, das offensive Pflänzchen von Lichtenrade sofort zu unterbinden. Dumann flankt auf Chakmak und der scheitert am Pfosten. Der Aufstiegskandidat der Landesliga Staffel 1 kommt jetzt so richtig in Fahrt. Nissle bekommt den Ball, legt auf Tützen ab. Und der gerade Eingewechselte scheiterte knapp. Dann der LBC mit einem Standard. Kaya Chila spielt einen langen Ball. Den Abpraller bekommt Riesler. Der zieht einfach trocken ab. Und Schöneberg-Keeper Baki überragend. Die Lichtenrader wachen erst zum Ende des Spiels auf. Eine Kombination über Kaya Chila führt in den Strafraum. Und plötzlich zeigt Schiedsrichter Scheurer auf den Punkt. Die Grün-Weißen freuen sich schon auf den Anschlusstreffer, doch Tim Tschechne scheitert an der Latte. Nach 90 Minuten beendet Schiedsrichter Scheurer das Landesliga-Staffel 1-Spiel und der erste FC Schöneberg kann jetzt 6 Punkte auf seinem Konto verbuchen. Also, wir haben gut angefangen, in der ersten Halbzeit schnell die Tore auch gefunden, 2-0. Im Nachhinein haben wir dann ein bisschen immer nachgelassen. Zweite Halbzeit müssen wir einfach den Deckel zumachen. Da machen wir es noch heikel, kriegt der Gegner noch einen Elfmeter zugesprochen, zu Recht auch. Aber macht er da das 2-1, wird es eng, aber wir müssen auf jeden Fall hier das 3-4, 5-0 eigentlich auch noch finden. Soweit eigentlich aber ein super Spiel von den Jungs. Wie gesagt, einfach auf die erste Halbzeit weiter aufbauen. Zweite Halbzeit einfach mal hellwacher sein, Tore machen wollen, geil auf Tore wollen und dann läuft die Saison auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, das, was wir uns vorgenommen haben, die erste Halbzeit gleich vorne Druck zu machen, haben wir, glaube ich, erreicht. Wir haben auf jeden Fall in den ersten 15 Minuten so viel Druck ausgeübt, dass wir mit 2-0 in Führung gehen können. Ja, was dann, sage ich mal, ein bisschen abhanden gekommen ist, sage ich mal, das Spielerische, dann haben wir uns zu sehr auf den Schiedsrichter fixiert. Wo wir das eigentlich mal dann in der zweiten Halbzeit auch wieder vermehrt gemacht haben. Das haben wir eigentlich in der Halbzeit angesprochen, dass das nicht sein soll. Da müssen wir gucken, dass das auf jeden Fall in den nächsten Spielen wieder abgestellt wird. Ansonsten muss ich sagen, klar, müsstest du in der zweiten Halbzeit noch ein, zwei Dinger nachlegen, dann bist du im Nachhinein oder in den letzten paar Minuten ein bisschen entspannter. Aber an sich, denke ich mal, war es ein ganz gutes Spiel. Gerade bei 30 Grad, das ist gar nicht mal so einfach. Und von daher denke ich mal, dass es ein erfolgreicher Sonntag eigentlich für uns war. Geile Buden, echte Emotionen. Den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. Liebe Matchday-Zuschauer, ein kleiner Nachtrag. Das erste Spiel hat der LBC gegen Johannisthal verloren. Metin, Schöneberg gewinnt 2:0. Eigentlich klar, oder? Ja, klar. Ich denke mal, Schöneberg ist für mich ein Favorit in der Landesliga, in deren Gruppe. Und 2:0. Auch für was man im Spiel gesehen hat, hatten sie noch ein paar mehr Chancen. Okay, wenn LBC Elfmeter einhaut. Kann es nochmal spannend werden. Ja, kann. War es dann aber nicht? Nee, war nicht. Schöneberg. Ayhan Bilek hat schon viel durch. Ist ja lange auch am Columbia-Damm. Und hat dann in der letzten Saison in der Berlin-Liga leider es nicht geschafft, drinnen zu bleiben. Aber ist eine Legende, oder? Für Schöneberg. Ja, Legende, sorry, Ayhan, bezieh das jetzt nicht auf dein Alter, sondern auf deine Erfahrung bei Schöneberg und dass du auch schon so lange da bist, aber ist doch ein besonderer Mensch, oder? Ja, Ayhan Bilek, oder wie ich ihn immer nenne, Ayhan Abi, als großer Bruder, ich habe ihn, oder durfte ihn mit 18 bei Türkei in der Glanzzeit kennenlernen und als gerade wir als junge Spieler,
Er war noch einer der Ersten, der uns aufgenommen hat, uns Tipps gegeben hat. Und wenn wir mal Fragen hatten, WWchen, konnten wir bei Eiern uns ausrollen. Auch so als Trainer, lange bei Schöneberg, aufgestiegen, abgestiegen, solide. Viel Erfolg. Ja, schauen wir mal in die Landesliga Staffel 1. Da kommen wir zur folgenden Begegnung. Liebe Regie, könnt ihr mir mal eben den Bildschirm einblenden? Genau, da haben wir sie schon. Sind wir bei fupa.de mit den Ergebnissen der Landesliga Staffel 1. Der Köpenicker FC, wo ja mit einer Namensumbenennung vorher Köpenicker SC, unterliegt Friedenau mit 1:3. BFC Preußen putzt Spandau 06 weg, kann man förmlich sagen, mit 5:1. Erste Ergebnis war 1:3. TB2 mit einem Remis gegen den ersten FC Wilmersdorf. Erste FC Schöneberg, so gerade gesehen, gegen Lichtenrader BC 2:0. Tuapdin schlägt den SC Gato mit 2:0. Wieder eine Niederlage für die Spandauer. Dann Charlottenburg-Wilmersdorf mit der zweiten deftigen Niederlage 1:7 gegen Johannisthal. Dann haben wir Berolina Stralau, die überraschend verlieren gegen Stern Marienfelde, würde ich jetzt nicht sagen. Aber man hatte doch schon nach dem ersten Sieg bei Spandau 06 damit gerechnet, dass die einen Dreier holen. Und Kongo Britz gewinnt gegen Grün-Weiß-Neukölln 4:2. Ja, die Tabelle. Metin, bevor wir zur Tabelle kommen. Was denkst du, wer wird da in dieser Liga eine Rolle spielen? Schöneberg haben wir eben schon eingangs erwähnt. BFC Preußen natürlich, wo man nicht genau wusste, Icke Hesse ist der richtige Trainer. Auch personell konnte man die nicht einschätzen. Was denkst du, wer wird da eine Rolle spielen in der Liga? Ja, wie gesagt, Schöneberg haben wir schon angeredet. Preußen ist für mich Top-Favorit. Oder Weltmeister ist. Da kommen die Punkte. Die haben sich auch später mit Lennart Hartmann, sehr guten Ex-Profi von Hertha damals, zu Preußen geholt. Die haben sich schon gut verstärkt. Vorbereitung sah nicht so gut aus, aber muss nicht heißen. Ich denke mal, Schöneberg und Preußen sind Top-Favoriten. Ja, klar, das ist jetzt der zweite Spieltag. Was natürlich absolut komisch ist, dass Spandau nur Sechster unten drin steckt. Hättest du damit gerechnet? Die hatten sich ja so ein bisschen als Aufstiegskandidaten gesehen, dass die da unten landen. Nach zwei Spieltagen, okay, ist zu früh jetzt schon zu sagen, wo der Weg hin wird, aber das ist doch total überraschend, oder? Ja, die haben jetzt ein zweites Spiel einen starken Gegner gehabt. Aber trotzdem 5:1. 5:1 Mädchen, nicht wahr? Ja, 5:1. Hört sich sehr solide an, aber ich denke mal, die werden oben mitspielen, aber mit Aufstieg wird es schwer. Kommen wir nochmal zu Schöneberg zurück. Die haben ja auch, ich will jetzt nicht sagen viel investiert, aber sehr viele neue Spieler. Was denkst du, wenn sie es denn dann schaffen sollten, doch aufzusteigen, ja, in diesem oder im nächsten Jahr, wo wird der Weg von Schöneberg generell hingehen? Wo siehst du die Mannschaft? Ja, Schöneberg ist ja jedes Jahr mal auf- und abgestiegen. War ja wie Freiburg früher, sind ja auf- und abgestiegen. Ich denke mal, die lernen ja auch, ist ein Lernprozess mit den Spielern, junge Spieler, ältere Spieler mit Erfahrung. Und Ayhan Bilek, Trainer, der kennt sich hier im Berliner Fußball sehr gut aus. Und ich denke mal, wenn die aufsteigen und ein gutes Etat haben, ich meine, ohne Geld geht nichts. Aber ich denke mal, dass sie dann, wenn sie aufsteigen sollten, peu à peu nach oben geht. Dann sagtest du schon BFC Preußen, Sportfreunde Johannisthal, sehr unbequemer Gegner. Ja. Dass die jetzt schon nach zwei Spieltagen da oben sind, hätte auch keiner damit gerechnet. Aber das sind halt eben, liebe Match der Zuschauer, Überraschungen im Berliner Fußball, von denen wir natürlich auch leben, über die wir reden wollen gerne. Und das macht ja auch Spaß. Klettern wir eine Liga höher in die Berlin-Liga. Da kam es am Wochenende zum Topspiel. Ist ungewöhnlich, schon am dritten Spieltag Topspiel zu sagen. Aber Sparta Lichtenberg traf auf Stern 1900. Beide schon 6 Punkte. Von der Fischerstraße berichtet Christian Schiedrich.
Geile Buden, echte Emotionen. Den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. Zuerst blicken wir auf die Trainer Andi Thurau, Stern 1900 und Dragan Kostic von Sparta Lichtenberg in Rot. Zwei Spitzenmannschaften der Landesliga. Sparta möchte aufsteigen. Meistertitel und Oberliga sind im zweiten Spieljahr das Ziel. Nun aber hinein ins Topspiel. Die erste Chance gehört Stern 1900. Maximilian Obst trifft den Pfosten. Die Sterne wollen sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, greifen vehement an. Und Tim Grabo, die Fahne des Linienrichters, geht hoch, steht im Abseits. Wo bleibt denn nun Sparta? Jetzt die erste Chance und Kapitän Sanicidic schafft es freistehend per Kopf nicht. Und sofort folgt die nächste Tormöglichkeit für Sparta. In Szene gesetzt Sanicidic und noch kein Tor. Stern 1900 agiert nicht nur mit langen Bällen, sondern mit netten, anschaulichen Kombinationsfußball über mehrere Stationen. Weder Maximilian Obst noch Joshua Lang hier kommen zum Erfolg. Nun aber aufgepasst, Sparta legt einen Zahn zu und mit dem Angriff über links, Sjedic bedient Mastalerz und im Strafraum wird Luis Drimmel angeschossen, Handelfmeter. So auch in der Wiederholung zu sehen, Sjedic scheitert am Keeper Simon Slotter von Stern. Die 38. Spielminute, Matthias Barsch per Kopf, ein Treffer zur Führung von Stern 1900. Ja, so ist das im Fußball, der eine Strafstoß hing nicht. Dafür gingen die Gäste in Führung. Noch in Halbzeit 1 Freistoß für Sparta, getreten von Adrian Antunovic, der Nummer 91, höher geht es wohl nicht. Platziert ins unterrechte Eck 1:1 und beim Stande von 1:1 werden auch die Seiten gewechselt. Ein Standard für Sparta und der eingewechselte Polster verfehlt. Trainer Dragan Kostic hat Sparta in der Kabine Dampf gemacht. Seine Spieler spielen nun etwas zielstrebiger. Und Marvin Kupfer trifft die Latte. Die Gäste haben sich noch keineswegs aufgegeben. Marvin Öztal vergibt freistehend vor Torwart Mika. Ab jetzt registrieren wir nur noch Höhepunkte und Chancen für Sparta Lichtenberg. Antunovic, er kommt auch nicht zum Zuge. Dann Milos Marinkovic vergibt nach Alleingang. Sparta-Stürmer Marvin Kupfer fällt im Strafraum, Elfmeter, wird aber nicht gepfiffen. Und Sparta-Spieler Antunovic ist erneut nicht erfolgreich. Durim Elisi, die Nummer 21, vergibt jetzt die letzte Chance. Wie immer nun die Interviews. Erste Halbzeit sind wir erstmal nicht so gut reingekommen. Der Gegner hat ein gutes Mittelfeldpressing gespielt. Ähnlich wie BSC letzte Woche. Aber auf dieses Mittelfeldpressing haben wir dann in der zweiten Halbzeit sehr gut reagiert und hatten in der zweiten Halbzeit circa ja, gefühlte 30 Torschüsse und davon waren, glaube ich, sogar 15 Hochkaräter dabei, die wir einfach nicht nutzen. Vielleicht auch unter den Bedingungen, ja, unter den schweren Bedingungen, also durch die Witterung einfach dazu geschuldet, dass man vielleicht in der einen oder anderen Situation zu wenig Kraft hat. Aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht. Wir haben den Gegner dazu gezwungen, dass er quasi nur noch in der Defensive steht. Ja, dass wir quasi nur noch uns in der gegnerischen Hälfte aufhalten. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Dass wir in das Spiel relativ gut reinkommen. Zwei, drei Toraktionen haben, wo wir vielleicht in Führung gehen können. Und sich dann in Mitte der ersten Halbzeit so ein bisschen Spartas doch spielerische Dominanzklasse noch gezeigt hat. Das ist eine Truppe, die seit Jahren zusammenspielt und auch individuell gut aufgestellt ist. Ich glaube, dass wir gut gegengehalten haben. Gerade in Umschaltmomenten in der ersten Halbzeit gute Toraktionen nach vorne hatten. Bisschen Glück natürlich auch mit dem gehaltenen Elfer von Simon Slotter. Ich glaube, mit einem gerechten Remis in die Halbzeit gehen. Vielleicht können wir da sogar noch in der ersten Halbzeit einen machen. Und in der zweiten Halbzeit wird es dann schwer für uns. Gerade bei den Temperaturen. Sparta den Ball laufen lassen.
wir nicht mehr wirklich in die Zweikämpfe gekommen im Zentrum und sehr viel hinterhergelaufen. Und dann können wir uns heute in der zweiten Halbzeit, denke ich, bei unserem Torhüter auch bedanken, dass er doch das eine oder andere Ding gehalten hat. Aber trotzdem Kompliment an unsere Mannschaft, die hier alles reingehauen hat gegen einen ja, sehr, sehr guten Gegner, gerade in der zweiten Halbzeit. Geile Buden, echte Emotionen. Den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. Ja, liebe Matchday-Zuschauer, noch eine kleine Korrektur. Das war natürlich das Spitzenspiel der Berlin-Liga und nicht der Landesliga. Metin, unentschieden. Sparta hat sehr viele Chancen vergeben. Die spielen ja einen wahnsinnigen Fußball, immer in Bewegung. Was sagst du zum Ergebnis? Ja, 1-1, auch wie der Trainer gesagt hat, auch der Dragan Kostic, was die 30 Schüsse hatten, davon 15 hochkritische. Aber wie gesagt, wenn man die Tore nicht macht, dann kann man mit einem Punkt zufrieden sein. Ich habe ja Sparta gegen Biesdorf gesehen. Wahnsinniges Aufbauspiel, immer Dreiecksbildung. Die spielen wirklich den Gegner fast schwindelig. Ja. Es ist natürlich schade, wenn dann so wenig dabei rauskommt, oder? Ja, man kann den Gegner, auch ich mit meiner U17, habe zweite Halbzeit Einbandfußball gespielt, aber wir haben keine Tore gemacht, dann verlierst du. Mhm. Und Sparta hat ja mit Elesi und mit Sejdic und die ganzen Spieler sind alles Top-Spieler, die eigentlich auch viel höher spielen können. Spielerisch sieht es immer gut aus, aber wenn man die Tore nicht macht, dann ist alles für die Katz, wie man sagt. Ich denke mal, die Tore werden sie woanders machen und die Punkte auch woanders holen. Und Stern 1900, sehr stabil. Ihr habt die in der Vorbereitung auch gegen Hertha 03 gesehen. Andi Thore macht einen fantastischen Job. Ist auch sehr auf Ordnung bedacht im Spiel. Was denkst du, Stern 1900 ist ja immer oben dran, aber letztendlich in der Endphase reicht es dann nicht. Wie schätzt du die in diesem Jahr ein? Was für eine Rolle werden die spielen? Ja, ein Wort zu Andi Thurau. War ein guter Stürmer gewesen, macht seit Jahren einen guten Job bei Stern 1900. Jetzt ist die Frage, ob sie im Endspurt mitdrehen oder nicht, ob sie aufsteigen wollen oder nicht. Das ist ja auch, die müssen auch aufsteigen wollen. Mhm. Wenn sie nicht aufsteigen wollen, können sie ja. Meinst du, dass einige Vereine das dann nicht wollen, wenn sie erkennen, Mensch, Oberliga, wir könnten eventuell aufsteigen, das wird dann uns zu teuer, dass die dann so mentalen Rückzieher machen? Ja. Könnte sowas vorkommen? Nee, könnte nicht, ist ja auch so, weil Oberliga heißt ja nicht nur Oberliga, sondern man muss ja, man hat seine 7, 8 Fahrten, was Busfahrten kosten, die Schiedsrichter gespannt, die pfeifen nicht für 120 oder 100 Euro, die kriegen ein paar hundert Euro mehr, das ist alles Ausgaben und das muss man erstmal, und manche Spieler wollen auch nicht Wochenende rausfahren, das ist schon ein Abenteuer. Ist ein Abenteuer, ne? Ja, ja, teures. Ja, liebe Regie, dann spielt uns mal bitte die Tabelle ein und den Spieltag. So, jetzt sehen wir hier bei fupa.de die Ergebnisse. Biesdorf mit einer erneuten Niederlage, ich glaube, das ist die dritte in Folge, ja, gegen United. Die haben sich gefangen, wobei man natürlich sagen kann, da hätte man eigentlich so ein bisschen mehr erwartet von United, wenn man sich die Ergebnisse von Biesdorf angeschaut hatte. So, dann haben wir Empor gegen Frohnau 0-0. Spandauer Kickers sehr überraschend mit dem 2-6 gegen Füchse Berlin. Dann haben wir Brandenburg 0-3 gegen den Berliner SC mit einer erneuten Niederlage 0-2. Türkenspor verliert zu Hause gegen Maccabi 0-4. Insofern brisant, dass der Ex-Türkenspor-Trainer mit seiner neuen Truppe da gleich 4 Tore gemacht hat, oder? Das ist doch sehr, sehr überraschend. Was denkst du? Ja, überraschend finde ich nicht, weil Maccabi mit Sandhove, der jetzt nicht gut verabschiedet wurde und jetzt mit Maccabi, natürlich hat den Jungs gesagt, Jungs, heute wollen wir gewinnen und macht mal ein paar Tore für mich. Jetzt Spaß beiseite, aber... Hast du schon mit Edgy gesprochen? Nee, noch nicht. Edgy, sportlicher Leiter von Türkenspor. Ja, der wird mich, ich werde mal vielleicht die Woche anrufen. Muss ja großer Frust geherrscht haben. Ja, man kann verlieren und dann noch 4-0 zu Hause gegen TuS Maccabi.
Okay. Aber TuS Maccabi ist auch schon stark für die Liga. Gehen wir dann nochmal aufs Bild, ja? Sparta gegen Stern, wie gesehen, 1:1. Berlin-Türkspor holt einen Dreier gegen den TSV Rudo. Ja. Der Hekkadam jubelt. Aldersinspor unterliegt Hillerspor mit 1:2. Und Kroatia gegen Malzdorf, da kommen wir gleich nochmal dazu, liebe Matchday-Zuschauer, wurde abgebrochen während der ersten Halbzeit. Ja, Metin, möchte gerne jetzt zum neuen Tabellenführer kommen. Hillerspor, 9 Punkte, drei Siege, 9 Punkte. Trainer Marco Wilke jubelt, ganz Hillerspor jubelt. Hättest du das erwartet? Nö, eigentlich nicht. Ich hätte, dass sie einen Sieg in den 3 Spielen war drin, aber 9 Punkte, Hut ab an Trainer Marco Wilke und ja, ganz Hillerspor. Haben wir eine schöne Überraschung, liebe Matchday-Zuschauer, denn wir wollen uns jetzt mal zu Marco Wilke zuschalten über WhatsApp. Ja, und ich versuche mich mal mit der Technik hier. Ich hoffe, mir wird das gelingen, aber ich bin überzeugt, dass es klappen wird. Dann rufe ich den Marco doch am besten mal an. So, wir haben auch schon Vollbild, sieht alles gut aus. Bin natürlich auch gut gebrieft worden von der Technik. Jetzt klingelt's und ich hoffe, dass wir den Marco gleich rankriegen. Ne? Ja, hoffen wir's. Da ist er ja schon. Marco Wilke, ich hoffe, du hörst uns. Marco, 3 Spiele, 3 Siege, Tabellenführer. Momentaufnahme oder Aufstieg möglich? Marco, bei euch fehlen sogar noch 2 Spieler. Sind die jetzt nächste Woche dann zurück oder fehlen die immer noch? Eure Besten, glaube ich, ne? Nein, die werden nur spielerisch ist mit Erkan Dogan und Erdi Temel noch nicht 2 wichtige Spieler, die uns fehlen. Die werden jetzt auch gegen Maccabi noch nicht dabei sein. Ab der nächsten Woche werden sie dann einsteigen im Training. Und da bin ich auch ganz froh, dass wir dann 2 Wochen Zeit haben bis zum nächsten Punktspiel, da wir im Pokal ausgeschieden sind. Ja, wie siehst du jetzt die Zukunft jetzt bei euch, die nächsten Spiele? Wenn es dann wirklich mal eine Niederlage geben sollte, ne, denkt ihr dann schon sofort wieder an Abstieg oder nimmt ihr die 9 Punkte jetzt gerne mit und startet richtig durch? Wie ist so die Einstellung auch gegenüber der Mannschaft von dir? Was gibst du denen vor? Also die Euphorie ist gerade sehr groß. Die Mannschaft freut sich auf jedes Training, auf jedes Spiel. Wir genießen es gerade, die Situation. Und wir wissen auch, dass wir eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben und wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Und deswegen sehe ich überhaupt nicht schwarz und glaube auch, dass wir auch in den nächsten Wochen eine große Chance haben, da oben beizubleiben. Ihr seid ja von der Fußballwoche, glaube ich, zum Abstiegskandidaten gekürt worden. Hat dich das geärgert? Ja, geärgert nicht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber irgendeinen müssen wir aussuchen für den Tabellenletzten. Das war nun mal Ilais vor. Aber wir haben dann nur geschmunzelt im Verein und haben gedacht, na gut, sollen sie auch denken, wir wissen ganz genau, dass wir viel mehr Qualität haben als Platz 18. Es ist ja, du bist ja ein absoluter Experte der Berlin-Liga, es ist viel investiert worden. Wundert dich das nicht, dass die Ergebnisse überhaupt nicht so aussehen, dass es hier eine Mannschaft gibt, die einen Durchmarsch macht? Sagen wir mal Berlin United zum Beispiel? Das wundert mich gar nicht. Ja, richtig. Aber Berlin United und Eintracht Malzow haben sehr viel investiert. Aber die müssen sich auch erstmal finden. Die haben, glaube ich, beide 10 neue Spieler. Und es dauert eine Zeit, bis man sich als Team findet und dann auch sich durchsetzt in der Berlin-Liga. Weil selbst in der Berlin-Liga reichen 80% nicht. Und bis die sich gefunden haben, werden sie sich ein bisschen durchmogeln müssen. Und die Berlin-Liga ist so stark, dass auch der Tabellen 13. oder 14. den Tabellen 2. ersten ärgern kann. Ich habe hier noch einen absoluten Fußballexperten mit Metin Acar. Ich weiß nicht, kennt ihr euch? Habt ihr schon mal miteinander zu tun gehabt? Ja, super Experte, ganz toller Typ, muss ich sagen. Der kennt uns vom Frühjahr von Rapide Wedding. Ganz netter, sehe ich immer gern auf dem Fußballplatz, der auch sehr viel Ahnung vom Fußball hat. Auch sehr lustiger Typ ist. Macht immer Spaß, ihn zu sehen. Der hat bestimmt auch noch eine Frage, oder, Metin? An Marco Wilke? Ja, hallo erstmal, Marco, top. 9 Punkte. Grüß dich auch. Freue mich sehr, dass du jetzt nach langer Zeit, ich sage nicht mal einen ausländischen, du warst ja bei Kroatia jahrelang tätig, jetzt bei Hillerspor. Wie fühlst du dich da
Hast du dir das so vorgestellt und wie ist das jetzt ganze Umfeld bei Hilalspor? Ich fühle mich sehr wohl. Ist auch ein sehr familiärer Verein, muss ich sagen. Gerade der Vorstand mit Adnan und dem sportlichen Leiter Nihat. Das Ganze drumherum macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ist natürlich anders als Kroatien, wo ich 6 Jahre mich dort sehr wohl gefühlt habe. Aber auch die Zeit bei Hilalspor, die kurze Zeit, genieße ich momentan gerade. Natürlich ist auch gerade eine Euphorie bei uns im Verein. Alle freuen sich über den Tabellenplatz. Deswegen müssen wir es mal abwarten, wenn auch mal schlechtere Zeiten kommen. Und die werden ja auch kommen, wie es dann so im Verein ist, ob der Verein ruhig bleibt, ob dann immer noch so lockere Stimmung ist. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir eine schöne Saison haben werden. Okay, Marco, hinter dir sieht man die Treppe nach oben. Ist das der Zustand im Moment bei Hilalspor? Naja, höher geht's ja nicht mehr. Nein, Oberliga. Wir würden wirklich mal jetzt ganz realistisch bleiben. So Sparta Lichtenberg und Stern 1900 sind ja zwei absolute Top-Mannschaften, die eingespielt sind. Die sehe ich momentan, dass sie einen kleinen Vorteil haben gegenüber Malzow und United. Diese vier werden die Meisterschaft ausmachen. Die haben den höchsten Etat, die haben die besten Spieler und am Ende wird sich Geld durchsetzen. Danach, ab Platz 5 bis 18, kann alles passieren. Natürlich gibt es Mannschaften, die sich stark haben, wie TuS Maccabi, TSV Rudo, auch Türkspor, die individuelle Klasse haben, die sie erstmal als Mannschaft finden müssen, die auch am Anfang Probleme haben. Auch die beiden, die Mannschaften, die gerade unten sind, wie Kroatien und Brandenburg 03, haben ja viel mehr Potenzial, als sie gerade stehen. Deswegen sind wir da sehr relaxed. Wir können am Ende Fünfter werden, wir können am Ende auch Zwölfter werden. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Jetzt hast du ja den Spielabbruch mitbekommen, Kroatien gegen Malzdorf. Ein Spieler soll dem Schiedsrichter versucht haben, die Pfeife aus dem Mund zu ziehen. Ich weiß nicht, ob du da schon nähere Infos zu hast. Wir werden gleich auch noch den Kroatien-Trainer Robert Potschnik dazu befragen. Aber schmerzt dich so etwas, dass durch so eine Aktion eines einzelnen Spielers, man weiß ja noch nicht genau, wie das gelaufen ist, der Verein, wo du ja auch lange für gearbeitet hast, so in den Dreck gezogen wird? So scheint es zumindest. Ja, das finde ich auch überhaupt nicht gut, weil gerade bei Kroatien sind alles nette Menschen und die achten schon auf Disziplin dort, gerade der Teammanager. Das sind gerade schwere Zeiten für Kroatien, was da gerade geschrieben wird, aber ich glaube, da ist höchstens die Hälfte wahr. Punkt 1 stimmt schon, die 2 gelben rote Karten, die haben sie ja nochmal gehabt. Also, aber was danach passiert, das kann ich nicht sagen, ob da die Pfeife vom Schiri weggeschlagen wurde, ob da irgendwas gesagt wurde, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass alles im Guten ausgeht, weil Kroatien ist ein gut geführter Verein, wo auch sowas nicht passiert. Also es wundert mich schon sehr, dass jetzt schon nach dem dritten Spieltag ein Spielabbruch passiert. Gerade bei Kroatien tut schon ein bisschen weh, weil gerade die Menschen, die mag ich alle dort noch, die Spieler, alle haben wir immer noch Kontakt weiter und ich wünsche dem Verein eigentlich nur alles Gute. Marco, wir danken dir ganz herzlich, ja, dass du ein paar Minuten für uns hattest. Gerne. Und heute soll ja noch Training sein, oder? Heute ist noch Training. Nee, 7:30, ja. Wir freuen uns. Vielen Dank, Marco, für das Gespräch. Viel Glück, Marco. Danke. Gerne. Grüße an Hilalspor. Danke. Ciao. So, jetzt legen wir mal auf. Ich hoffe, das klappt. Ja, Metin. Also irgendwie ein cooler Typ, oder? Ja, wie gesagt, Marco kenne ich ja seit meiner Jugend. Ist ein paar Monate älter als ich. Cooler Typ. Freue mich, dass er jetzt bei Hilal ist. Ja. Ich muss selber noch mal gucken, ob ich hier online... Ja, da haben wir sie. Also wie gesagt, Hilalspor mit 9 Punkten überraschend ganz oben. Dann haben wir auf Platz 2 Maccabi mit Wolfgang Sandhove. Seine Mannschaften sind ja immer fit, oder, Metin? Ja, die sind immer top fit. Sandhove? Ja, ja, die sind, bis zum Winter sind sie, marschieren sie. Ja. Und dann gucken wir. Dann noch Sparta oben, das ist jetzt keine Überraschung, und Stern 1900. Unten Biesdorf, Türkimspor und Brandenburg. Problemfall, Metin, Brandenburg 03. Da gibt es Gerüchte, oder da soll es Gerüchte geben, dass der Trainer entlassen worden ist. Kannst du da was darüber sagen? Ersan Kasa soll nicht mehr Trainer beim Berlin-Ligisten Brandenburg 03 sein. Ist das nur ein Gerücht oder ist das schon bestätigt? Ja, Berlin ist ja ein Dorf und so wie ich mitbekommen habe, ist er nicht mehr Trainer. Und also du weißt es ganz sicher, ja? Ja. Neuer Trainer ist auch schon da, kann man auch schon sagen. Okay, und wer soll das sein? Das ist der, ich gehe mal davon aus, dass
Diego Gökhan Şenol, ja, der ehemalige Trainer von Inter, der schon seit 2 Wochen dort Großfeldkoordinator schon war. Okay. Und schon mitbekommen hat, wie der Hase da läuft, und die werden es wohl dem George Boateng übernehmen. Das ist ja eine Überraschung. Ja, Überraschung nicht. Ich meine, die sind aufgestiegen und neuer Trainer, unerfahrener Trainer, die haben sich auch nicht gut verstärkt, dass sie den Trainer den Rücken stärken. Und nach 3 Niederlagen und bei den türkischen, ich sag mal, türkischen Verein, Brandenburg ist, sag mal jetzt, von türkischen Vorstand geführter Verein, die fackeln nicht lange. Da geht's ruckzuck. Hartes Geschäft? Ne? Ja, hartes Geschäft. Müssen auch die Trainer wissen, worauf lasse ich mich ein. Mhm. Einfach so 3-mal die Woche trainieren. Sonntag zu Sonntag wird abgerechnet. Da hast du wenig Spielraum. Liebe Matchday-Zuschauer, kommen wir zum Skandalspiel. Ich blende das hier nochmal ein. Liebe Regie, ihr könnt mir das mal einspielen hier. Wo haben wir es? Ja, das Skandalspiel Kroatien. Ich muss mal gucken, wo war das? Hier. Berlin Kick Online berichtete davon am Sonntagabend schon, das Berlin-Ligaspiel Kroatien gegen Eintracht Malsdorf wurde nach 45 Minuten abgepfiffen, weil ein Spieler, und zwar war es Şahin, richtig? Cemal Şahin soll den Schiedsrichter versucht haben, die Pfeife aus dem Mund zu ziehen, und hat vorher auch die Gelb-Rote erhalten. Ja. Sehr traurig alles, und der Verein Kroatia wird natürlich in die Negativpresse mit reingezogen. Leider. Und wir versuchen jetzt mal den Trainer von Kroatia ans Telefon bzw. an die WhatsApp-Kamera zu lotsen. Ich versuche mal, da eine Verbindung aufzubauen. Einen Moment, haben wir gleich. So langsam komme ich auch in die Sache rein hier. WhatsApp. Robert, hallo, grüß dich. Ja, hallo, grüße dich. Alles sehr nervig, was da am Wochenende ablief bei euch. Alle hatten sich gewundert, der ganze Sonntag. Ich wurde mit Telefonaten bombardiert. Weißt du, was da los war? Ja, Dennis Wegert, der Schiedsrichter, bricht nach 40 Minuten, glaube ich, das Spiel überraschend ab, weil ein Spieler von euch dem die Pfeife aus dem Mund ziehen wollte. Was sagst du zu den Vorfällen? Ja, wie gesagt, von meiner Position, es hat sich ja bei uns in der Hälfte dort ereignet. Es gab dort eine gelb-rote Karte für den Cemal Şahin, der daraufhin sich umdreht, zum Schiedsrichter geht und Richtung seiner Pfeife greift, die er im Mund hatte. Daraufhin bricht der Spieler im Prinzip diese Attacke auch ab, wenn man sie Attacke nennen möchte, und geht zur Seite, und der Schiedsrichter beendet sofort das Spiel, bricht das Spiel sofort ab, geht ohne weitere Worte dann in die Kabine. Und dann war das Ding erstmal erledigt. Natürlich waren alle erstmal perplex, sowohl der Gegner Malsdorf als auch wir als gastgebender Verein. Der Kapitän Amir Ohadi hat versucht, dann noch hinterherzugehen, irgendwas in Erfahrung zu bringen. Ist ihm nicht gelungen. Dann bin ich von meiner Seite aus gleich hinterher in die Kabine und habe versucht, das da so ein bisschen zu erfragen. Habe mich entschuldigt natürlich für den Vorfall, dass es da zum Spielabbruch kommt, ohne jetzt dort eine Wertung abgeben zu können, weil es ist immer unschön. Ich glaube, es ist für keinen schön, weder für den Schiedsrichter noch für den Verein. Und es ist auch was Außergewöhnliches, wenn man ein Spiel abbricht. Und wenn man jetzt einen Tag später sich das Ganze mal durch den Kopf gehen lässt, dann muss man wirklich sagen, dass dieser Spielabbruch zu vermeiden war oder hätte vermieden werden müssen sogar. Es gab davor auch schon eine gelb-rote Karte für euch. Für welchen Spieler war das? Das war für den Miloš Dujković. Ja. Auf die einzelnen gelben Karten möchte ich gar nicht eingehen. Nein. Berechtigt, unberechtigt, das sind jetzt Sachen, die sind für sich zu bewerten. Das muss jeder Schiedsrichter dann oder die sind für sich bewerten. Sondern uns geht es jetzt hier wirklich explizit um den Spielabbruch, der auf gar keinen Fall hätte stattfinden müssen. Jetzt, wo man wirklich mal nachts drüber geschlafen hat, auch mal die Gemüter hat zur Ruhe kommen lassen. Auch wir haben es jetzt vereinsintern so ein bisschen ausgewertet, auch mit ein paar Bildern auch ausgewertet. Und im Prinzip hat man sich natürlich auch sachkundig gemacht. Ich habe mich beim DFB so ein bisschen sachkundig gemacht. Da gibt es da so einen Leitfaden für Schiedsrichter, Rechte und Pflichten, Thema Spielabbruch. Das heißt, auch in so einem Falle hätte man alle zumutbaren Mittel ergreifen müssen, um das Spiel durchzuführen.
Und das ist in diesem Falle leider, leider, ohne irgendjemanden einen Vorwurf zu machen, nicht passiert. Ob aus Unerfahrenheit oder weil es ein extremer Einzelfall ist, das ist einem einfach nicht passiert. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt im Prinzip letztendlich auch im Ganzen so ein bisschen angreifen muss. Ihr müsst jetzt eine Stellungnahme abgeben innerhalb der nächsten 4 Tagen, glaube ich. Habt ihr da euch so eine Strategie oder wie geht der jetzt vor? Auch, es gibt, glaube ich, auch Videomaterial von dem Spiel, weiß ich nicht. Irgendwie hat man da irgendwas gehört, dass da jemand gefilmt haben soll, aber das Videomaterial ist nicht öffentlich. Wie geht der jetzt da vor? Was versucht der jetzt beim Berliner Fußballverband in der Stellungnahme zu äußern? Nein, im Prinzip ist es so, dass ich natürlich dafür gesorgt habe, dass bei uns jedes Spiel aufgenommen wird, ob Heim- oder Auswärtsspiel. Und da ist natürlich auch diese Szene mit drauf. Ist natürlich noch nicht veröffentlicht worden, soll es ja auch nicht. War ja auch für uns etwas, wo wir einfach uns einen Blick verschaffen möchten. Lediglich hat uns einfach irgendeine Dynamik in dieser Situation gefehlt, die dafür gesorgt oder dafür sorgen sollte, dass ein Spiel abgebrochen wird. Die war nicht da. Es war kein tätlicher Angriff auf den Schiedsrichter zu erkennen. Also treten, schlagen, spucken, was der DFB so vorgibt als Kriterien, hat nicht stattgefunden. Eine Bedrohungslage lag auch nicht vor. Ich möchte, wie gesagt, den Dennis Weger, ich schätze ihn auch sehr. Ich hatte ihn auch schon mal als Schiedsrichter, als ich die U19 hatte von TV. Und ich habe im Prinzip immer ein anständiges Verhältnis zu den Schiedsrichtern. Auch freundschaftlich, ich versuche da immer wirklich sehr gut mit denen auszukommen. Habe da nie Probleme gehabt. Und dass es dann zu so einem Vorfall kommt, ist natürlich für mich besonders traurig. Aber wie gesagt, die Situation hätte vermieden werden müssen. Metin, hast du noch eine Frage an Robert? Du hast ja auch viel auf den Plätzen zu tun. Was kannst du dazu sagen? Oder stell Robert mal eine Frage. Was dazu, zu diesen Vorkommnissen? Was fällt dir dann noch ein? Ja, erstmal, hallo Robert, dober dan. Hallo Metin. Hallo, ich hoffe, geht's gut. Ja, eigentlich hat Robert alles erzählt. Ich finde es auch sehr traurig. Und da auch der gegnerische Trainer Daniel Vollwart, das auch so 1:1, ist auch so ein direkter Typ. Und was passiert ist, sagt er auch. Eigentlich, ich wünsche Ihnen, Robert und dem Kroatier, alles Gute und viel Glück in der neuen Saison. Und gerade so als, sag mal, ausländische Vereine, wir werden schnell ins Dreck gezogen und das tut mir auch selber sehr im Herzen weh. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Robert, du gehst ja als besonnener Trainer auch. Ja, inwieweit, ich hatte das Marco Wilke eben schon gefragt, inwieweit nervt dich das, dass durch so eine einzelne Aktion dann auch der Verein oder dein Name mit reingezogen wird oder geschädigt wird? Sagst du, okay, das ist egal, da müssen wir jetzt durch? Oder ja, welche Konsequenzen ziehst du aus solch einer Geschichte für dich? Wie gesagt, mir persönlich geht es nicht um Robert Pozzenich. Es geht hier um was Größeres, es geht um den Verein, es geht nicht um einzelne Spieler, sondern es geht erstens um den Verein, es geht aber auch irgendwo um den Fußball. Wir machen das alle hier immer noch nebenberuflich, hobbymäßig. Ich habe im Vorfeld gesagt, dass so ein Stück nach Hause kommen. Ich habe lange Jahre bei Kroatien gespielt. Ich habe bei Jeschliot 4 Jahre gespielt. Das heißt, ich habe viele Kontakte oder viele Berührungspunkte mit ausländischen Vereinen, bin ja selbst Migrant, mehr oder weniger. Mhm. Und deswegen ist für mich besonders tragisch, dass so ein Fall eben passiert bei Kroatien. Weil ich weiß, wie viele Leute hier im und außerhalb des Vereins alles geben. Man hat hier 2 Betreuer zu jedem Training, zu jedem Spiel. Die füllen 2 Stunden vor so einem Punktspiel den Schiedsrichter in die Kabine auf. Die kriegen eigene Kühlschrank mit Getränken. Das sieht aus teilweise wie bei FC Barcelona in der Kabine, was da wirklich aufgefahren wird. Jetzt leicht übertrieben, das ist wirklich schon enorm. Und deswegen tut es mir für diese Leute leid. Nicht wegen mir. Ich kann Abstriche machen in dem, was ich hier bekomme oder so wie ich das hier bewerkstelligen muss. Aber mir tut es leid um den Verein, um die Leute, die hier wirklich Tag und Nacht und mit viel Herzblut arbeiten. Und das ist traurig. Vielleicht wird sich ja vieles aufklären. Das werden vielleicht auch dann die Bilder zeigen. Robert, ich danke dir ganz herzlich, dass du dich gestellt hast, ja, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast. Und wir wünschen dir natürlich auch sportlich für die Zukunft alles, denke ich, Gute. Ja, danke schön, Robert. Vielen Dank, Frank. Ja, tschüss. Danke. Tschüss, danke. Ciao, danke. Ciao. Ja, liebe Matchday-Zuschauer,
das ist dafür auch für so einen Verein wie Croatia auch wirklich eine Katastrophe. Was jetzt genau da passiert ist, das wird man erfahren, auch vielleicht in einer Verhandlung mit Videobildern, Videobeweis. Und dann wird sich vielleicht vieles aufklären. Ja, Metin, das nervt doch, oder? Ja, das nervt wirklich. Ob es in der Jugend, ob es Männer ist, egal welche Liga. Auch, ich sage auch so meinen Jungs, auch jetzt mit der U17, ich habe gesagt, Jungs, Schiri in Ruhe lassen. Ich habe gesagt, kennt ihr Robert Lewandowski alle? Ja. Ich habe gesagt, wenn der gefoult wird oder wenn er foult, kriegt eine gelbe Karte, wird zum Elfmeter. Auch ein Robert Lewandowski, ein Weltstar, der kann nicht zum Schiri gehen und sagen, ey, nimm zurück, der kriegt nur eine rote Karte. Ich habe gesagt, Schiri in Ruhe lassen, aber manchmal müssen auch die Schiedsrichter auch mal sehen, was mache ich da? Meinst du damit, dass die Schiedsrichter zu sehr überreagieren, zu schnell überreagieren und sagen, da ist irgendwas, jetzt will ich das beenden, ich will meine Ruhe haben? Vielleicht wollte in die Richtung? Ja, vielleicht wollte er früher zum Garten und in der Gartenkolonie grillen mit seinen Freunden und hat gesagt, jetzt, ich meine, darf auch nicht sein, dass der Spieler austickt. Okay, vielleicht wollte er wollte auch mal einen Schiedsrichter spielen. Wenn er einen Schiedsrichter spielen will, soll er einen Schiedsrichter kurz in Wannsee machen. Mhm. Und gerade Cemal Şahin ist ein Landsmann von mir. Und wenn ich sowas höre, dann kriege ich Kopfschmerzen. Ich sage, wenn du schon Gelb hast oder Rot, ist egal, ob jetzt berechtigt. Mhm. Ja, geh hin, sag zum Schiedsrichter, tschüss, ich gehe duschen und fertig. Mhm. Und jetzt müssen wir drüber reden, jetzt... kommen denn die ganzen, der Vorstand muss sich da irgendwo melden, dann wird nochmal neu angesetzt, da vielleicht müssen da angesetzten Termin, hat einer gerade Geburtstag oder heiratet, dann fehlen ein paar Spieler. Möchte ja auch jetzt ein bisschen die Schiedsrichter in Schutz nehmen. Man weiß jetzt wirklich nicht, was da gelaufen ist und die Bilder werden es zeigen, ja? Also liebe Schiedsrichter, ja, wir nehmen ja den Schutz, aber... Nicht, dass wir hier euch dazu... Nee, ich habe ja Respekt, ich habe ja selber mal wie soll ich denn sagen, einen Schnellkurs gemacht, wo Aljahan, jetzt der jetzige BRK-Präsident, seinen ersten Verein hatte, oder Fenerbahçe Berlin. Da hat ein Schiedsrichter gefehlt, hat mich gebeten, Aljahan, bin ich nach Wannsee gegangen, Crashkurs gemacht. Ich war selber 6 Monate lang, habe Senioren, Altliga, Kinder gepfiffen. Ist sehr, sehr schwer als Schiedsrichter über 90 Minuten oder über 40 Minuten, 30 Minuten das Spiel zu leiten. Aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und nicht selber sagen, ich bin hier der King. Wenn es Hand ist, Elfmeter gibst du. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Okay, liebe Matchday-Zuschauer, wir hoffen, dass sich das alles aufklärt. Wollen jetzt in die Oberliga gehen. Ja. Liebe Regie, spielt ihr mir mal eben hier Internet ein, dass wir alle gemeinsam sehen, um welches Spiel es geht. Ja, da haben wir es schon. Hertha 06 musste zum BSC Süd 05. Es gab oder gibt die Trainerdiskussion. 2 Niederlagen mit Turjalay Zazay an der Linie tun allen weh, Metin, allen Verantwortlichen, denke ich mal. Unruhiger Präsident, den man hier gerade sehen kann, Ergün Şakir. Da war natürlich ein Sieg notwendig. Der BSC Süd hatte, glaube ich, ja ein Spiel unentschieden gespielt, eins verloren. Die waren im Grunde genommen auch schon unter Druck. Und so musste die Mannschaft von Turjalay Zazay am Samstag im Werner Seelenbinder Sportpark antreten. Moderator oder die Regie führt Frank Arlinghaus. Bullen, den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. Dritter Spieltag in der NOFV Oberliga Nord, CFC Hertha 06 muss beim BSC Süd 05 in Brandenburg antreten. Vor 127 Fans begegnen sich Özcan Gümüş, der 05 Trainer, und Turjalay Zazay, der 06 Trainer, zum ersten Mal. Gut, Ricky. Die Brandenburger gleich mit einer Doppelchance. Okay wird von Karim gestoppt und El Ali auf der linken Seite von Dennis Rötscher, unsanft. Aber auch der CFC taut langsam auf. Bey erobert den Ball, passt zu Gazemi, doch der wird in letzter Sekunde von Hartmann am Torschuss gehindert. Kommen wir zum ersten Aufreger aus Sicht vom BSC. Rötscher soll hier den 05er Irisu umgemäht haben, doch Schiedsrichter Rose zeigt nicht auf den Punkt. In dieser Phase lässt der CFC zu viel zu, Gilmans auf Okay und die Grün-Weiß-Roten haben Glück, dass Schiri Rose ein Abseits gesehen hat.
Hertha 06 Trainer Sasai sieht ein Problem auf der rechten Abwehrseite und nach 19 Minuten kommt schon Tanis für Dennis Rötscher. Die Brandenburger im Umkehrspiel, eine Klasse für sich. Kohlmann setzt sich durch, spielt einen langen Ball auf Okai, der dringt in den Strafraum hinein und soll laut dem Linienrichter von Torwart Kotisevic daran gehindert worden sein. Es gibt Elfmeter. Hier nochmal die Szene in der Wiederholung. Die 06er sahen ein Ballspielen des Torwarts. Gilmaz ist es so etwas von egal und nach 39 Minuten steht es 1:0 für den BSC Süd 05. Doch zum Ende der ersten Halbzeit wehrt sich der CFC noch einmal. Diallo über die linke Seite, passt auf Ali Aivas und der scheitert knapp. Den Abpraller bringt auch Bongatz nicht ins Gehäuse unter. Doch es gibt Eckball. Und den kann in der 45. Minute Serbilent Ulutürk mit einem Kopfball zum Ausgleich verwerten. Hier nochmal die Wiederholung. Der BSC sah alles andere als glücklich dabei aus. Doch die Brandenburger, keinesfalls geschockt, kommen aus der Kabine und Okai mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit. Dann der CFC. Diallo setzt sich durch, scheitert aber knapp. Die 67. Spielminute, die Führung für den BSC Süd mit einem Traumtor von Nicolas Engel. Den Abpraller drischt er in die Maschen. Es steht 2:1. Die Brandenburger werden jetzt immer hungriger mit 4 Chancen in Folge. Erst scheitert Okai, dann Landers. Stark! Engel versucht sich. Und zuletzt Idrissou. Alle scheitern am überragenden Torwart Kotisevic. Die letzte Chance des Spiels gehört den Charlottenburgern, aber Ali Aivas bringt den Ball nicht ins Tor unter. So ist es die dritte Niederlage in Folge für den Oberligisten. Hier die Stimmen. 2:1 verloren, was verdient die Niederlage? Ja, ich denke, eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen. Wir haben sehr hart gekämpft, wir hatten noch ein paar Chancen, haben die Leute auch nicht gemacht. Die hatten auch ein paar Chancen, die hatten ein Traumtor reingemacht, direkt nach der Ecke. Diese Direktabnahme war ganz gut. Wir haben gekämpft, wir haben es versucht, hat leider nicht geklappt. Das heißt, wir müssen weiterarbeiten, weiterkämpfen. Nicolas Engel kommt rein, macht gleich das 2:1, das wichtige, entscheidende Tor. Was sagst du, Nicolas? Ja, war ein gutes Gefühl auf jeden Fall für die Mannschaft, sehr wichtig, 1:1. Bin gut reingekommen. Gute Aktion gebracht, war ein schönes Gefühl auf jeden Fall auch hier im eigenen Stadion. Spiele, 3 Niederlagen, der Frust ist groß. Welche Hoffnung nehmt ihr im Spiel gegen Blau-Weiß 90 mit? Wir versuchen alles. Wir werden uns da reinbeißen, reinkämpfen, alles wieder versuchen. Und hoffentlich wird es da mal reichen, nochmal einen Punkt zu holen. Spiele, 1 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. Wo geht der Weg jetzt hin für den BSC Süd? Mal gucken, jede Trainingseinheit reinhauen und am Ende gucken, wobei es rauskommt. Auf jeden Fall wollen wir Mittelfeld, gutes Mittelfeld mit sein, nicht wieder am Abstieg spielen wie letzte Saison. Ja. Geile Buden, echte Emotionen. Den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. Tuija Leisasai verliert das dritte Spiel in Folge mit Hertha 06. Ist er noch zu halten? Du kennst den Präsidenten? Ja, ich kenne den Verein sehr gut und der Präsident, der ist ja mit Leib und Seele dabei. Training oder Spiel und gerade diese Schwarzmeer-Türken, die sind mit Herz und Seele dabei und da kann alles passieren. Ja, das Gerücht geht um, Murat Tik übernimmt oder soll wieder übernehmen. Der Trainer, der ja zurückgetreten ist während der Vorbereitung. Murat Tik ist ja Hertha 06 und Hertha 06 ist, Murat Tik wurde immer gesagt. Mal ganz ehrlich, wäre das jetzt schlau in dieser Situation, wenn es denn so wäre? Es ist, liebe Matchday-Zuschauer, nur ein Gerücht, wenn Murat Tik jetzt wieder übernehmen würde. Ja, ich sag mal, da gibt es so ein deutsches Sprichwort, hab schon Pferde an der, vor der Apotheke kotzen sehen. Passiert alles, Murat Tik war ja schon mal weg. Nach 2 Jahren ist er wiedergekommen, hat gute Saison gespielt, haben sich getrennt. Warum, weshalb, weiß ich nicht genau. Er kann zurückkommen, er kann nicht zurückkommen, aber ich denke mal, dass die mit, man sollte auch nicht nach 3 Spieltagen, okay, wenn sie jetzt nur abgeschlachtet werden und nicht gut trainieren, die Jungs nicht fit werden. Und ich habe mit dem sportlichen Leiter, Erdal Uçar, heute mal, hat er mich heute zum Frühstück eingeladen. Und haben auch ein bisschen gesprochen,
die sind ja am Brodeln, sind schon 4, 5 Spieler, Probespieler gekommen, einer aus Amerika, soll ein sehr guter sein. Die wollen ja noch irgendwie den Ruder noch rumkriegen, aber es sind 3 Spiele noch zu früh. Ich denke, man sollte mit dem Sasai weiterarbeiten und aber wie gesagt, bei dem Ergun Çakır, bei dem Präsident, kann alles passieren. Wie du weißt, in der Oberliga nach dem Spiel gibt es immer die Pressekonferenz. Ja. Und wir schauen mal rein, liebe Match-Zuschauer, was Tuğçelay Sasai auf die Fragen von Frank Arlinghaus antwortete. Geile Buden, echte Emotionen, den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. 2 Fragen. Zunächst einmal möchte ich Özkan Gümüş zum Geburtstag gratulieren und zum Sieg natürlich. Die beiden Fragen gehen aber an Tuli. Frage 1, Tuli, du hast praktisch heute ohne Stoßstürmer gespielt. Das war ein großes Problem, aus meiner Sicht zumindest, oder vielleicht auch aus Sicht vieler anderer Zuschauer. Wie lange geht das noch? Wie lange lässt sich das noch ertragen? Du forderst seit Wochen einen Stoßstürmer. Das ist ein großes Problem. Das hat man heute ganz klar gesehen, wenn man Ricky gesehen hat vorne. Welche Bewegungen der macht, ja, oder auch Bälle bindet. Was sagst du dazu? Frage 1. Ja, wie gesagt, ich warte seit Wochen auf den Stürmer. Ich muss gucken, dass wir jetzt, habe noch ein paar Tage Zeit bis zum 31. Morgen oder übermorgen werde ich nochmal mit den Leuten sprechen. Weil, wie gesagt, wenn ich keinen Stürmer kriege, wird es sehr, sehr schwer. Und dann muss ich halt einen Mittelfeldspieler wie heute mit Basti Gazemi vorne spielen. Er ist ja kein gelernter Mittelstürmer. Der kommt auch gerne aus der Tiefe oder über dem Flügel. Aber ich habe keinen Stürmer. Ich habe damit ein Problem, bin ich ehrlich. Und ich muss sehen, was die Woche jetzt passiert. Und muss mit dem Verantwortlichen nochmal sprechen. Forderst du das auch offen? Ich fordere das offen, ja. Ich brauche einen Mittelstürmer. 2. Frage, Rückendeckung vom Vorstand. 3 Niederlagen jetzt in Folge. Siehst du noch Rückendeckung vom Vorstand? Ich werde jetzt morgen oder übermorgen mit denen sprechen. Werde sehen, wie sie das Spiel analysiert haben. Ich habe heute ein gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen. Also viel, viel besser als in den letzten 2 Wochen. Haben sie sehr, sehr gut gemacht. Wir haben keine 5 oder 6 Stück bekommen. Wir haben nur 2 reinbekommen, aber wir haben eigentlich heute sehr, sehr gut gespielt und sehr defensiv sehr stark gespielt, auch gegen den Ball sehr gut gespielt. Also meiner Meinung nach, wenn wir so weiter arbeiten, wird es für jeden Gegner sehr, sehr schwer, gegen uns zu spielen. Das ist einfach so. Aber wie gesagt, ich gehe mit 0 Punkten raus. Fußball ist ein Punktesport und ich muss Punkte holen. Wer keine Punkte holt, muss leider gehen. Das ist so im Fußball. Aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Ich hoffe mal, dass der Vorstand mir noch 1, 2, vielleicht 3 Spiele noch gibt und dann werde ich sehen. Geile Buden, echte Emotionen. Den besten Sport spielen wir selbst. Film dein Team und gewinne 10.000 Euro. Ja, Tuğçelay Sasai ist unter Druck. Die Stimme auf der PK. Es fehlt ein Stürmer bei Hertha 06. Das ist ein Kernproblem, schon seit Wochen auch für ihn. Ja. Was sagst du als Trainer auch? Du bist jetzt ja auch wieder Trainer. Was sagst du zu dieser Problematik, wenn auf einer Position jemand fehlt? Ja, man kann viel sagen. Ich sag mal, wenn du keinen Stürmer hast, dann bastelst du einen Stürmer. Beim Torwart ist es sehr schwer, ein Feldspieler als Torwart. Aber man kann schon, man hat offensive Spieler und man kann auch mit einem offensiven Mittelfeld, okay, Basti hat es probiert, aber ich denke mal, da wird ein Stürmer sein, den man noch, man sollte auch den bringen, der vielleicht da ist, oder sich einen basteln und gleich so sagen, ich habe keinen Stürmer. Ich meine, wenn du keinen Stürmer hast, dann machst du hinten dicht, dann spielst du 1-1 oder verlierst nur 1-0 oder gewinnst 1-0, aber ist schwer, aber... Rückendeckung vom Vorstand. Ergun Çakır, der Präsident, hat in der FUFU ganz deutlich erklärt, er hätte noch volles Vertrauen zum Trainer. Ist dieses Wort volles, fehlt da das vollstes Vertrauen? Ja, ich sag mal, Fußball ist keine ehrliche Sportart. Und wenn man volles, ich kenne nur Vollei, volles Ei, Vollei von der Küche. Ja, ich denke mal, Oberliga ist beiseite, sogar so bei Profis, wo es richtig um Millionen geht, da sagt der Trainer oder der Präsident oder der sportliche Leiter volles Vertrauen und 3 Stunden später sitzt er im Flieger, ist schon geflogen. Mhm. Ich denke mal, die müssen punkten. Mhm. Man darf jetzt nicht rumschreien, ich habe keinen Stürmer. Man muss punkten und wenn du punktest und dann sagt der Präsi auch, wir haben gepunktet und wie ich Ergun Çakır einschätzen kann, wenn er sagt, volles, dann
gibt er erstmal, aber die müssen sich auch daran halten. Die müssen auch positive Zeichen geben, wo der Präse sagt, wir arbeiten gut, wir sind pünktlich. Aber wenn man selber schon als Trainer jetzt nicht an Sasai, so der Trainer muss schon an sich selber und an die Mannschaft glauben. Wenn der Glaube weg ist, ist weg. Prognose von dir, sitzt Sasai noch auf der Bank gegen Blau-Weiß 90 Berlin? In der nächsten sitzt. Woche? Sitzt noch, ja? Ja, wenn ich. Ich denke mal, der sitzt. Liebe Matchday-Zuschauer, klares Statement von Metin Acha zu Turjalay Sasai. Ja, schauen wir jetzt auf die Tabelle. Liebe Regie, könnt ihr mir die mal eben einspielen? Bei fupa.de haben wir den Spieltag der NOFV Oberliga Nord. FC Hansa Rostock unterliegt 2-4 Tennis Borussia. Die sind jetzt Tabellenführer mit 9 Punkten. Blau-Weiß 90 unterliegt zu Hause am Samstag Neustrelitz. Torgolo Greif gewinnt 1-0 gegen den MSV Pampo. BSC Süd, wie gesehen, gewinnt 2-1 gegen Hertha 06 und macht Özcan Gümüş ein Geburtstagsgeschenk. Der hatte nämlich am Samstag Geburtstag. Der SC Starken mit einem Kantersieg gegen Viktoria Selo 9-0. Lokstahl unterliegt völlig überraschend, oder? Gegen Ludwigsfelde 1-6. Ist doch auch so ein komisches Oberliga-Ergebnis. Ja, sind schon ein paar komische Ergebnisse da. Ja. Wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Strausberg, dritte Niederlage in Folge mit dem 2-4 gegen Hertha 03 Zehlendorf. Und Tasmania verliert zu Hause gegen Greifswald 1-2. Schauen wir jetzt auf die Tabelle. Wie eben schon erwähnt, Tennis Borussia, Tabellenführer mit 9 Punkten, Neustrelitz 9 Punkte, Greifswald 7 Punkte. Ja, Starken, völlig überraschend, vierter Metin. Hättest du die da oben erwartet? Ja, Starken spielt schon mal eine gute Saison. Ich meine, die haben mal ab und zu mal einen Hänger, aber jetzt 9-0, Kantersieg. Ja, wie gesagt, sind drei Spiele. Ja, drei Spiele. Ja, aber die drei Spiele sind auch wichtig. Man sagt mal die drei Spiele, aber wenn du drei Spiele verlierst, ist wie bei Hertha 06 schon Bambude. Und wenn du gewinnst, bist du oben. Ganz einfach. Unten, ja, würde ich sagen, können wir auch jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Das ist alles noch zu früh. 0 Punkte. Ja. Und Hertha 06, 0 Punkte. Liebe Matchday-Zuschauer, wir sind auch schon fast am Ende der Sendung angekommen. Metin, wie immer, haben wir ja noch die Rubrik am Ende, dass wir uns nochmal, dass wir werben wollen für unsere Sendung. Vereine, die Lust haben, bei uns mitzumachen, können sich bei uns melden, ja, Metin? Ja, schließ mich Frank an, einfach bei uns melden, auch mal sagen, schreiben, was gut, was schlecht, was wir gut machen können oder was gut war, was schlecht war. Wir versuchen hier frei über diese Amateurvereine, auch Spieler gut zu reden, auch die Fehler zu analysieren und direkt zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr Partner von uns werden wollt, einfach bei uns mal melden. Danke, Metin. Ja, liebe Matchday-Zuschauer, wir sind erreichbar natürlich über www.teddybär.de. Wir sind erreichbar über die alle sozialen Medien, Facebook, Teddybär. Frank Arlinghaus und Metin Acha sind nicht unbekannt in den sozialen Medien. Ihr könnt über Berlin Kick Online auch euch informieren, euch die Telefonnummer holen. Oder Metin, du bist ja der absolute Top-User, oder? Im Netz. Ja. Wer kennt dich nicht, wollen wir es mal so sagen, oder? Mir hat es wieder tierisch Spaß gemacht heute. Ich hoffe, dir auch, Metin. Ja, hat sehr Spaß gemacht und auf ein weiteres. Ja, wir freuen uns auf die nächsten Sendung, auf die nächste Sendung nächste Woche und sagen auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.